method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they back. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht's mal um den Mitsuki-Arc, nämlich wie lang der Mitsuki-Arc denn überhaupt noch gehen wird. Klar, wir haben darüber keine genauen Informationen, alles, das will jetzt eigentlich nur so rund Spekulation sein und alles. Und mir fällt gerade auf, gerade wo ich das anspreche mit dem Mitsuki-Arc, ich habe ja den Instagram-Fragen-Podcast noch nicht gemacht. Wenn ich es schaffe, werde ich mich darum kümmern, dass er morgen kommt. Ich versuche es bis morgen zu regeln mit den, ja, Instagram-Fragen-Podcast zum Mitsuki-Arc. Mal hoffen, dass alles klappen wird, so. Auf jeden Fall haben wir Spoiler, neue Spoiler zu den nächsten 5 Folgen bekommen und alles, und keine Sorge, ich werde hier nichts über die Folgen sagen, also hier, das wird ein spoilerfreies Video sein, aber daraus haben wir schon mal herauserkannt, dass der Arc auf jeden Fall noch gehen wird. Der Arc wird mindestens noch bis Folge 85 gehen, und selbst von den Spoilertexten, die wir da bekommen haben, kann man noch rausentziffern, dass der Arc auf jeden Fall noch länger gehen wird. Und bis Folge 85 haben wir schon den 9. Dezember. Heißt, wenn wir dann noch, keine Ahnung, 3-4 Folgen dazu noch bekommen zum Arc, dann haben wir das Ganze, oder bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall noch den Mitsuki-Arc am Laufen, und ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist. Weil ich bezweifle, dass man danach dann in, keine Ahnung, 3-4 Folgen den Arc beendet. Ist möglich auf jeden Fall, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass es bis zum neuen Jahr rübergehen wird. Vor allem, wenn da vielleicht noch eine Pause zur Weihnachtszeit kommt. Ich weiß nicht, wie es da in Japan gerade läuft. Ich hab's nicht im Kopf, ob da irgendwie zu der Zeit irgendwie da eine Pause stattfindet oder so. Müssen wir mal schauen, ihr wisst da bestimmt besser Bescheid, deswegen schreibt es gerne in die Kommentare rein, ich bin da gerade etwas uninformiert, was das angeht. Aber ja, in dem Arc kann man noch vieles regeln, weil, wie wir aus dem Opening noch gesehen haben, müssen noch Team Shinki dazukommen oder sowas, wenn die halt wirklich dazukommen, aber glauben wir einfach mal den Opening, da muss halt noch Shinki und sowas dazukommen und sowas. Was dann auch schon bedeutet, dass wir das jetzt mal mitbekommen müssen, wie die sich alle treffen, wie die mit in den Arc mit rein involviert werden und alles. Und ja, ich denke schon, dass man den Arc auf jeden Fall noch was länger ziehen kann. Vielleicht geht er noch irgendwie den ganzen Januar über. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er bis zum Februar geht, weil es kann sein, dass man den dann da schon beendet hat, so. Weil das wäre dann schon etwas sehr lange, weil das ist so relativ untypisch für Boruto-Arc, dass er so lang geht, weil als Beispiel ging der Sarada-Arc 5 Folgen, der Kiri-Arc ging auch so, ich glaube 8 Folgen um den Dreh rum, Akademie-Abschluss 6 Folgen und so, also die Arcs waren eigentlich immer relativ kurz so, nur die Schulenprüfungen haben so um die 10 Folgen gehabt, dann der Kampf gegen Momoshiki hatte auch nur 5, und der Gozo-Tenno-Arc, also der Sumire-Nü-Arc, den wir ganz am Anfang hatten, also der erste Boruto-Arc, der ging tatsächlich 18 Folgen um den Dreh rum. Und jetzt bei dem Mitsuki-Arc sind wir schon bei 10 Folgen, oder 11, bin mir gerade unsicher. Und wir werden auf jeden Fall noch 5 weitere dazu bekommen, womit wir dann schon bei mindestens 15 wären. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Arc vielleicht noch auf die 20 Folgen gehen wird, vielleicht auch auf die 18, wie der Gozo-Tenno-Arc. Müssen wir mal schauen, aber ich bezweifle, dass er viel länger gehen wird, weil das wäre, glaube ich, auch marketingtechnisch nicht so gut, wenn man einen Arc so lang streckt oder so, weil, keine Ahnung, was soll hier noch großartig alles passieren, wenn man jetzt nach dem Opening geht, weil wir haben jetzt dann noch Shinki und alles, die dazukommen, wie die sich dann alle treffen, wie die Mitsuki irgendwie zurückholen und dann gegen das Riesenvieh eventuell kämpfen, was vielleicht von Lord Ku kommt oder so, ich habe ja vorgestern oder so dazu ein Video gemacht. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren, denke ich, und ich denke schon, dass der Arc noch, also dass der Arc im Januar 2019 irgendwie beendet werden könnte. Ja, irgendwie so um den Dreh rum kann ich es mir gut vorstellen. Deswegen, keine Ahnung, schreibt mir doch eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Wie lange denkt ihr, geht der Arc noch? Denkt ihr, dass er vielleicht noch viel länger gehen wird? Denkt ihr, dass er vielleicht noch gerade so dieses Jahr beendet wird? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Dann war's das mit dem Video an der Stelle und ich verabschiede mich mal hinaus. Wieder Map.